So, ihr Lieben, wir sind bei Angelsport Giermann in Unna. In Unna. Ja, wir gucken uns den Laden jetzt ein bisschen an und werden mit dem Besitzer ein bisschen quatschen. Wie heißt der? Weißt du das? Robin. Robin. Dann werden wir den Laden ein bisschen vorstellen. Ein Gewinnspiel. Bestimmt. Ein Gewinnspiel, wir, definitiv. Ja, ganz klar, deswegen sind wir hier. Sonst wird das wieder gelöscht. Warum soll man sonst hier sein? Wir sind für euch hier, für Gewinnspiel. So, dann ziehen wir das Ding durch. Und so. Dann gucken wir einfach. Die Tür zu. Ja, wir haben alles zu. Warte, dann machen wir eben den Laden von außen. Dreh euch mal eben. So, meine Nasenbohrer. So. Also ist eindeutig als Angelladen zu erkennen. Aber ganz ehrlich, ich habe ein bisschen gedacht, der wäre größer. Und du? Ja. Ne, wir waren gerade schon mal ganz kurz drin. Aber es ist trotzdem alles da, was man braucht. Ja, gehen wir einmal hier rum. Aufpassen, dass wir nicht hier so ein bisschen in Hundekackack reintreten, weil dann bringen wir einen schönen Duft noch mit rein. Mal eben hier schauen. Okay, da ist nichts mehr Besonderes. Gut, dann gehen wir jetzt rein. Sind wir ein bisschen am Start. Ich drehe mich wieder. Ja. Sind wir ein bisschen am Start. Hier direkt die Öffnungszeiten mal. Montag bis Freitag 9 bis 13, 15 bis 18, samstags 9 bis 13. Ja, Sonntag, Feiertags geschlossen. Angelsport Giermann. Fischereischeine kriegt er hier. Und hier nächste Woche 15-jähriges Bestehen von Angelsport Giermann. Nächste Woche Donnerstag, Freitag, Samstag Partyalarm. Partyalarm. Hier, Hollandschein kriegt er auch hier. Ja. Okay, komm, lass uns reingehen. Dann gehen wir rein. So, der Laden ist, der hat einen schönen Bestand, eine gewisse Größe. Da könnt ihr auch reingucken hier, von hinten sehen. Da bist du dabei. Guten Tag. Moin, Robin. Moin. Mahlzeit. Hi, so, hi. Besitzer haben wir direkt mit am Start. Ich drehe mal ein bisschen die Kamera um. Ja, ich komme auch gerne rüber. So, dann können wir moin, hi. Jetzt dürft ihr beide ein bisschen schnacken. Ich mache heute den Kameramann. Ach, bitte sehr. Dankeschön. Ja, hi. So, wir sind heute hier, um mal bei dir eine Runde zu drehen. Gerne. So wie wir das vor 14 Tagen, 3 Wochen, 4 Wochen, wie wir das beim Elvis gemacht haben. Deinen Laden ein bisschen vorstellen, die Leute, dass die wissen, was die hier bei dir bekommen. Ja. Wann die was bekommen, haben wir schon die Öffnungszeiten erläutert. Und du kannst natürlich gerne mit uns ein bisschen erläutern. Ja, wäre ganz gut. Ne? Natürlich. Wenn so ein bisschen mitgehen, weil wir waren ja noch nie hier. Ja. Ne? Zeig ich das mal. Ja, und immer schön gucken, wo Christa ist. Ne? Christa kann man ganz so und Trautmaster auch noch. Schon mal das haben wir, das haben wir natürlich alles. Die alle schon mal wissen, was so ist. Wo wollt ihr starten? Da, wo du sagst. Wo du sagst. Ja, wir können gerne. Zeig deine Praline, komm. Praline. Also, wir können gerne bei der Forellenecke starten. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Und hier haben wir zum Beispiel unsere große Spoonwand. Okay. Da haben wir extra UV-Lampen auch angebracht, damit man halt. Okay, guck mal, hier haben wir die. Aha. Damit halt die Leute, ich sag mal, wenn man den Spoon so sieht. Dass man die Farbe, wie die dann. Genau, wie die unter Wasser halt. Dass man das besser erkennt. Genau, dass man das besser erkennt. Also top. Deswegen, ja, und auch. Also verschiedene Firmen, ja, ne? Genau. Moin, moin. Haben die eine super Auswahl hier? Also da gibt es natürlich auch zig verschiedene Sorten. Und ja, jeder hat seine Sorte schlechthin. Aber es gibt natürlich ein paar Favoriten, die ich auch selber benutze. Also zum Beispiel von Herakles, der Kasumi läuft unwahrscheinlich gut. Ja, die Farbe ist auf der Rückseite so gelblich. Okay, das sieht man jetzt hier nicht, ne? Ja doch, glaube ich, könnte sein. Also der funktioniert ganz gut. Dann der Ammer auch. Und halt, wie gesagt, hier genau die Form. Guck wie der leuchtet. Ja, die ist natürlich. Da haben die vorher einen Bock drauf, oder? Da haben die wirklich Bock drauf. Und Dona kennt ja jeder. Ich zum Beispiel nicht. Ja, die Forellenangler auf jeden Fall. Da sind auch wieder einige Sorten ausverkauft, weil die laufen wirklich gut. Okay. Was ist da so Besonderes dran? Die Form. Also die haben die Flanken unwahrscheinlich geil. Und das ist halt interessant. Das ist auch ein Tipp von mir. Viele haben ja so einen Sprengring noch da dran. Mache ich zum Beispiel immer ab, wenn ich auf Forelle gehe. Okay. Das mache ich halt auch ein, zwei Mal im Jahr.
vor allem dann Richtung Weihnachten, da kann man die auch gleich mal räuchern. Ne? Dann hängst du die direkt hier im Wirbel ein? Genau, aber mit so einem Snap. Also kein Wirbel, weil die sollen ja flanken. Durch den Wirbel könnte es passieren, dass sie sich drehen. Dann verliert das Ganze ja den Sinn. Ne? Deswegen, so und durch dieses. Die dann, ne? Genau, die kippen halt nur so und wie gesagt, machen die Forellen recht bekloppt. Wenn wir Forellen angeln gehen würden, ne? Man kann sie knicken. Das klappt schon. Es gibt natürlich auch die Variante, so wie hier, dass sie gedreht sind. Damit die auch Geräusch machen. Genau, ja, Geräusch jetzt oder nicht, aber diese Druckwellen. Haben, funktioniert auch unwahrscheinlich gut. Sind jetzt vom Balzer. Wie gesagt, da gibt es da FTM-Balzer. Unser eins hat den Knet geformt, den Teich hier geformt, ja, der Propeller macht. Und aber ist halt auch interessant, wenn man seine Frau mit zum Forellenhof nimmt. Nein. Dann gibt es ganz viele Leute, die das machen. Da ist es am einfachsten, bevor du jedes Mal irgendwas kneten musst, machst du einen Spoon dran. Fängt genauso gut. Und du hast keine Kneterei. Deswegen, das ist halt auch von Vorteil. Und du kannst ja vielleicht doppelte Menge an Fisch fangen. Weil du schneller bist. Ja. Okay. Ja, der ist nicht verkehrt. Ja, und dann gibt es halt noch so Formen wie diese länglichen Dinger hier, diese Hypno-Sticks. Da gibt es auch ein lustiges Video von. Also die sind wirklich hypnotisierend. Das habe ich noch nie gesehen. Die musst du extrem. Wie lange gibt es die schon? Boah, die gibt es schon länger. Echt? Ja, die gibt es auch von zig verschiedenen Firmen. Wir haben jetzt von Hypnostick, von Fish Innovation. Die musst du extrem langsam führen. Okay. Und dann haben die so ein, also das sieht wirklich aus, als würden die sich drehen, aber die drehen sich nicht. Das ist halt. Also durch die Farbgestaltung eventuell sieht das so aus. Sieht das aus, als würdest du hypnotisiert werden. Okay. Und so passiert das bei den Forellen wahrscheinlich auch. Ne? Aber also manchmal funktioniert es ja. Funktioniert, tut's auch, auf jeden Fall. Ja, Trautmaster, sind wir wieder bei Spro. So, Waldemar. Ne? Ja, da sind auch einige Sorten leider ausverkauft, aber die kommen jetzt auch wieder rein. Da sind auch so gedrehte bei, Inline-Spoons. Gar klein die mittlerweile sind. Ne? Ja, ist halt, ich sag mal, Richtung Sommer, da fischt man oft was Leichtes, weil die dann eher an der Oberfläche stehen. Ja, klar, genau. Zum Winter hin dann ruhig mal was Schweres. Gibt aber auch viele, die zum Beispiel hier bei uns in der Ruhr, bei Langschädde oder so, auch mit größeren Spoons, so 6 Gramm, auf Bachforelle angeln, Esche. Also das klappt schon hin und wieder. Ja, schön. Ja, Gummis gibt es natürlich auch noch ohne Ende. Loch und Löcher. Ja, das sind so, ja, wie Kaviar. Für mich wäre der Deko. Ja. Ich habe an so Bonbons gedacht. Ja, so sehen die auch aus. Wie heißt diese Himbeeren von Haribo? Nee, das gibt's halt. Kenne ich gar nicht. Das ist völlig Neues für mich. Ja, ich kenne. Ja, dann gibt es natürlich auch von. Ja, Berkeley macht natürlich auch hier Bienenmahn. Ne? Ja. Aber ansonsten. Das ist. Ja. Oh, pass auf, mach langsam. Okay. Oder fall langsam. Ja. Gleich die passenden Routen dazu? Ja, die passenden Routen dazu sind Spoon-Routen. Also verschiedene Modelle, verschiedene Sorten, Längen. Also angefangen hat das Ganze, da waren die extrem kurz, die Routen. So 1,67, 1,70. Okay. Und dann ist man hingegangen, weiß ich nicht, dann wurden die immer länger. Bis jetzt irgendwie so 1,98 ist eine gute Länge zum Anfang. Und Preissegment, wir haben Routen natürlich 29,99, aber auch hin bis 349 Euro. Also das ist dann immer. Preise ist sowieso immer so eine Sache. Ja, von bis. Nee, ist halt, wie gesagt, eine gute Mischung. Ist auch immer gut. Wenn dann brauchen wir hier gar nicht drüber. Wenn jemand reinkommt, damit anfangen möchte, wie gesagt, wir bauen auch individuelle Sets zusammen. Wir haben auch schon fertige Sets. Die stehen draußen zum Beispiel, ob mit Pose oder Bodentaster. Da ist das wirklich dann komplett abgestimmt. Kostet 69,99. Also da kann man wirklich Fische mitfangen. Als Einsteiger mal sagen, dann investiere ich mal. Ja, also vollkommen okay, wenn du 2-3 Mal im Jahr auf Forelle gehst. Genau so sieht's aus. Das soll nicht so eine teure sein, ne? Ne? Ja, das sind langsam sinkende Spirulinos. Da nicht, verdreht sich nichts mehr. Beim Karpfenangeln. Ist mir schon klar. Ja. So sinkende Karpfen. Ja. Ja, genau. Ja, das habe ich in Siebengewalt schon mal gemacht. Mit dem Spirulino.
Also das geht gar nichts anderes im Sommer. Ja, das ist weil die alle so wahnsinnig sind. Die ballern jetzt schon da, wie die Bekloppten. Ehrlich? Ja. Boah. Da war am Montag, glaube ich, ein Match. Da habe ich den ein oder andere Bild gesehen. Ach so. In Siebengewalt, da waren, wenn die aufgebaut hatten, die Jungs, da haben die teilweise schon 3 Routen mit Spirulinos hingelegt und eine mit Method oder Bomb. Ja, okay. Also, das ist irre. Siebengewalt ist für das Thema absolut Bombe. Wenn du da hin willst, musst du das haben. Ja. Ich als Karpfenangler habe mich immer lange gewehrt dagegen, weil ich habe den Spirulino immer eingeordnet für die Forellen. Ja. Aber geht nicht anders. Ich meine, wir waren vor 1,5 Jahren waren wir einmal in Siebengewalt und habe ich das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, was macht er denn da? Ja, und dann hat der leider gefangen und ich habe mit Method da gesessen und habe... Dasselbe ist sind an der Sprung. Mittelwasser, ne? Ja. Der Sprung. Ja. Der Sprung läuft das genauso. Ja. Das ist echt. Der Sprung ist ja nur tief, ne? Da kommt es ja noch richtig. Ist auch teilweise 7 Meter. Echt? Ja, okay. Da gibt es so ein Stückchen, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Forelle ist halt hier bei uns in der Region extrem viel, weil wir auch sehr viele Forellenhöfe in der Gegend haben, ob es in Rönteberg kam, Massen. Okay. Da kriegt man natürlich auch direkt die passenden Sets dazu mit der Pose, alles schon mit Blei oder Glas. Komplett fertig, ne? Die sind komplett fertig, brauchst du nur noch durchziehen, Gummi ist dran, ja, ziehst deinen Stopper durch, Wirbel drauf, Blei dran, fertig bist du. Also das ist genau das mit Glasbebleiung. Das ist alles direkt abgestimmt auf die jeweilige Pose. Gibt es natürlich auch ohne oder mit Bodentaster, sonstigen Mist. Also da gibt es schon jede Menge. Und natürlich auch, was auch im Forellenbedarf, also im Bereich nicht fehlen darf, ist Aroma. Da gibt es, weiß nicht, Kadaver ist natürlich. Käse, Kadaver, Tutti Frutti. Und da lass ich nicht so schnell los, ne? Wenn die alle packen, oder? Ja, also die auf und vor allem die schießen auch nochmal drauf, wenn die halt. Deswegen. Ja, da gibt's Loch und Löcher, ne? Das ist unnormal. Aber Dips haben wir noch mehr. Schon echt eine Menge. Ja, und dann halt auch so kleine Mikro-Wobbler. Die sind ja süß. Die sind wirklich süß. Also die werden auch viel auf Forelle benutzt. Mit Einzelhaken natürlich. Für Barsch kannst du die auch benutzen. Auch hier so die Form zum Beispiel, die geht an der Ruhe sehr gut auf Bachforelle. Okay. Also das ist halt auch interessant. Ja. Hier kommt ja deine Firma. Da kommt deine Firma. Das ist... Ja, doch mal meine Werbung. Nein, aber die Produkte sind wirklich, wirklich top. Also, da hat Spro bzw. Trautmaster auch eine riesen Auswahl. Ja, die haben schon einiges, ne? Ne, ob jetzt hier, das gibt's, genau, die gibt's von, also die kenne ich von keiner anderer Firma, mit diesem Double Spin, dass sich das Rotorblatt, was da innen drin noch ist, zusätzlich noch dreht. Also das macht die Forellen enorm verrückt. Hast du schon versucht? Hab ich selber auch schon versucht. Und die waren auch, ich weiß nicht, als die das erste Mal reinkamen, waren die innerhalb von einer Woche ausverkauft. Okay. Da haben wir nachgeordert. Und wie gesagt, das war wirklich, wirklich gut. Ja. Alles, ja, diese genau. Ja, ich nicht. Ja. Das ist genau so hier, dieses UV-Gel. Haben wir auch noch da. Also ich habe die mal einmal am Futterkorb geschmiert, da mache ich nie mehr. Ich habe Hechtdisch gehabt. Auf Futterkorb. Alles weg. Ja. Also, kannst du vergessen. Nee, das war nicht so gut. Aber könnte dir natürlich. Sind die wirklich das ist wirklich, wirklich so, super. Ja. Gut. Ich bin ja irgendwie eingeklemmt. Ja, hier ist ein bisschen alles eng. Alles gut. Ja, da haben wir noch Sachen von Zepco. Also. Ja, wie gesagt, gibt es ja leider jetzt nicht mehr. Quantum, Zepco, Browning. Sind auch Restbestände? Da sind Tatsache noch Restbestände. Natürlich auch noch ein paar Sachen. Stopper habe ich immer viel auf Lager. Die werden ja immer gebraucht. Das ist einfach so. Und ja, den Bodentaster gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Ist leider ausverkauft. Der war auch gut und günstig. Kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, wenn die Wand natürlich dann leer ist, kommt irgendwas Neues rein. So ist es. Ja, dann fangen wir hier mit den. Owner haben wir auch. Guck mal. Genau, wir haben einmal ein paar Owner-Haken,
Dann haben wir auch die Camtec-Haken von Balzer. Günstige Serie, funktioniert ja, aber auch super. Ne, kann man nicht anders sagen. Und dann ist natürlich für jeden was dabei, ob jetzt Schleie oder Karpfen, Forelle. Da kann jeder sich was aussuchen. Wir haben auch noch hier. Jetzt hier Kamakatsu-Handschuhe legen, bei ohne Haken. Da war kein Platz mehr hier vorne. Ich muss ja gucken. Ich muss ja theoretisch müsste ich an der Decke hängen, wenn ich will. wenn ich könnte. Nicht bei der ohne Haken. Weg. Da kommen wir lieber hier zur Strohwand. Ne? Ja, wieder ein bisschen. Ja, wie gesagt, Stroh, Kamakatsu. Hat alles seine Bedingungen. Nein, das ist es ja. Ich sag mal, kommt ja eigentlich auch jeder mit jedem zurecht. Ja, natürlich. So muss es ja auch sein im Angelsport. Ne? Wir haben ja genug, ich sag mal, die gegen uns schießen. Warum sollten wir uns gegenseitig da? Das passt alles. Aber ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, Kamakatsu-Haken fische ich mein Leben lang. Ich kenne auch nichts anderes. Von Papa aus her, ich sag mal, wir sind auch gut befreundet mit Michael Tamataro. Und dieser 2210R ist halt der viele Haken schlechthin. Ist so. Ne? Das ist einfach so. Was ist hier? Wo haben wir den? Den Competition Feeder. Genau, das ist er. 2210R. Der ist wirklich top. Schon gefühlte 100 Jahre. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Den kenne ich, seitdem ich denken kann als Angler. Also, wie gesagt, wir haben jetzt im April 15 Jahre den Angelladen. Und davor haben wir den ja schon bekommen. Also, den. Also, ich fische Haken schon als Kind. Ja. Das ist ja. Jetzt nicht, also ja, ne, ich wollte gerade sagen, maximal 30 dann. Ich glaube, die beiden sind zu stark hier. Ich kann nichts machen. Ja. Genau, die Forellenhaken, die sind auch interessant, weil die haben so eine leichte Biegung. Also da hast du dann auch. Hier auf der Rückseite sieht man das. Da. So eine leichte Biegung, weil dann hast du halt auch wirklich, wenn du da die Bienenmade draufziehst oder die 2 als L, die Forellen hängen immer. Also das ist wirklich zum selber Binden oder auch fertig gebunden mit Fluorcarbon, was halt auch... Findest du doch selber? Sei ehrlich jetzt. Ehrlich? Ja. Nein. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich nehme immer die Päckchen von Kamakatsu, dann wickel ich die mir alle auf. Leg die auf den Schreibtisch und dann nehme ich mir immer so ein Röllchen und dann wickel ich die hinterher auf. Und dann kann ich ja wenigstens sagen, dass ich die so ein bisschen... auch so ein Schummler. Alles Schummler hier. Das Einzige, wo ich wirklich noch selber bin, ist beim Karpfenangeln. Ja. Naja. Aber so. Das kann man natürlich noch machen. Da kannst du dann noch deine individuelle Länge festlegen und so weiter. Die Schnurrstärke, weil das ist halt auch interessant. Ja. Gibt halt auch viele, die wirklich feine Haken fischen mit dickerer Schnur. Ja, ganz genau. Ne? Deswegen mache ich das auch. Deswegen, das ist halt... Oder andersrum. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das stimmt. Weil beim Pastaangeln, wie gesagt, da brauchst du große Haken und auch schon mal dünnere Schnur. Ach ja, hier dieses Mikrofon, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn der zwei Meter auseinandersteht, ist das schwierig. Ich binde meine Pastahaken selber. Sieht schon toll aus. Weil das, in der Regel sind da 10er Haken und dann die entsprechenden Schnüre. Ja, ne? So, ja, aber soll jeder machen, wie er möchte. Ne? Ja, natürlich. So. Aber man müsste nicht mehr unbedingt. Man nicht, also die Auswahl ist riesig. Ja. Ob du jetzt, hier kriegst du ja mittlerweile auch zum Stippen mit 22 cm Vorfach. Also da, das ist schon Wahnsinn, ne? Ganz ehrlich, und die sind wirklich, ich hab's noch nicht gehabt, dass irgendwo meine Beschwerde kam, weiß ich nicht. Also da, die sind wirklich super gebunden. Ja. Das hast du bei Kamakatsu halt. Da kann man sich drauf verlassen. Definitiv. Ist doch was, selber man bin manchmal kritischer. Das stimmt. Also, das gibt aber keiner zu, aber... Das gibt keiner zu, aber ist leider wirklich so. Ja. So, ja, hier haben wir noch so den, sag mal, diese... Mittelregal. Ach, guck mal. Da haben wir genau so ein paar. Die Wafter, die sind auch immer ganz gut. Genau. Die laufen immer, ne? Das ist Boilies und so weiter. Ja. Ich glaube, da fischen wir fast alle mit. Ja. Bei Method. Ist halt so. Ist einfach so. Guck, ja, und Sammy, die Farben. Unser Sammy ist auch hier am Start. Ja, genau. Wunderbar. Da haben wir auch noch Dips davon. Garlic, Megaleber. Ja, das brauchen wir, ne? Ja, das funktioniert. Barbe fehlt. Die Barbe fehlt. Nee, Käsebarbe habe ich auch. Ah, doch, da. Habe ich auch da. Nee, Brassenkaramell ist leider heute Käsebarbe ausgegangen. Käsebarbe ist immer wichtig. Ja. Immer rein, den Käse. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich unzählige. Wir haben den Bait-Booster. Habe ich auch schon ein paar Mal mitgefischt, aber ehrlich, ich habe da eben keinen Unterschied gemerkt.
Aber vielleicht auch mein Kopf. Du musst dran glauben. Ja, das ist man es. Muss dran glauben. Jetzt bei diesem Booster hier. Ja. Das ist ja beim Futter genauso. Ja, ist so. Da musst du halt dran glauben. Ne? Wenn du nicht dran glaubst, dann hast du halt... Guck mal, was ist das für feine Fläschchen jetzt hier an? Kann ich meine Frau schenken, so als Parfüm. Uah, Käse und Garnik. Wenn du natürlich drauf stehst, gerne. Ja, ich stehe auf alles. Mad Eagle haben wir noch nicht im Programm. Vielleicht kommt der Eagle. Top Secret, auch am Start, wunderbar. Genau, von Kolmik haben wir auch noch welche da. Freut der Tim sich. Die gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Nee, die gibt es tatsächlich noch nicht. Letztes Jahr zur Messe in Unna. Genau, da haben wir die das erste Mal gehabt. Und mittlerweile wurden die ganz gut angenommen. Jetzt auch in Unna oder in Bremen auf der Messe waren wir mit Kolmik vertreten. Und da haben die Leute die uns auch aus der Hand gerissen. Deswegen hatten wir die jetzt wieder nachbestellt. Wie gesagt, das läuft ganz gut. Ja, mit Method-Köder, ne, kann man auch mal kurzfristig losmarschieren, ohne dass man Magen oder Würmer hat. Das und halt auch die Sache, wir sind ja hier, ich sag mal, so ein Kanalstützpunkt. Du hast ja so viele Kanäle hier im Umkreis. Die Leute angeln damit auch auf Rotaugen. Ja, genau. Und du fängst da wirklich richtig gute Rotaugen mit. Große weil vor so, allen Dingen, ne? Das ist es, ja. Weil du kannst auch damit so ein bisschen die Grundung umgehen. Das stimmt. Genau. Weil das ist halt, du machst Made dran, machst Wurm dran, machst Taubwurm dran, hängt da so ein Grundelvieh. Ja. Außer wenn du unsere Spaghetti an der Schnur hast, dann nicht. Ja, da kommen wir ja gleich. Dann macht's ja so. Da wollen die Grundeln nicht. Schwimmen die weg. Ja, dann haben wir natürlich so eine kleine Auswahl an Räucherzubehör, ob Räucherhaken. Wir machen die Räucherlake selber. Okay. Produzieren wir mal frisch. Okay. Ja, Räuchermehl gehört natürlich auch dazu. Wie gesagt, Späne. Gibt es verschiedene Sorten. Weil ich räuchere selber auch immer. Ich habe jetzt leider keinen Fisch mehr, sonst hätte ich euch vielleicht noch ein bisschen Fisch angeboten, aber den habe ich. Aber schon gedacht. Über Ostern selber gefunden. Im Auto habe ich ihm noch erzählt, meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, gib bitte da was zu essen. Da habe ich zu der gesagt, na, Maden und Würmer bestimmt, wir fahren in den Angelladen. Jetzt sagt der Mann von Fisch. Wir können auch noch einen Beutel Futter aufmachen, lustig. Ja, gehen wir nochmal zurück. Haben wir hier natürlich auch noch ein paar Posen. Für den einen oder anderen, für Forelle. Dann, wie ist denn hier so die Stipperkundschaft? Wollte ich gerade fragen. Die Stipperkundschaft war anfangs viel, hat dann wieder abgebaut. Und ich muss sagen, dieses Jahr haben wir schon einige Stippruten verkauft. Und was ich halt auch immer gerne mache oder vom Papa gelernt habe, Gummi einziehen oder Gummi einbauen. Ja. Das wollen halt auch immer viele, weil die haben dann nur so einen Stöpsel vorne dran, so einen Stumpf oder sonstigen Mist. Und die wollen halt auch mit Gummi angeln. Ja, bei größeren Fische kommt es nicht drum rum. Da habe ich schon einige Routen jetzt umgebaut. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wieder ein bisschen mehr wird. Ja, weil sonst ist halt... Und die gehen dann mehr in die Commercialei rein, alle? Nee, oder doch wirklich in die Kanäle? Tatsache bei uns in die Kanäle. Cool. Weil auch der Bestand an Weißfisch, ob jetzt Karpfen, Brasse, Rotauge, hat in den letzten Jahren gut zugenommen. Gut. Muss man sagen. Gut, gut. Ne? Das ist einfach so. Wie gesagt, so eine kleine Auswahl haben wir natürlich. Wenn irgendeiner was Besonderes haben will, dann können wir ihn das auch bestellen. So ist nicht. Das ist einfach so. Ja, und dann wieder ein bisschen Forelle. Da ist der Teich. Teig, genau. Den wir auch wieder als Oldschool-Forellenangler nutzen. Von Trautmaster. So, jetzt pass auf jetzt hier. Was jetzt wieder passiert ist, was soll ich sagen? Kamera ist ausgefallen. Jetzt muss der arme Kerl die Hälfte noch mal machen, aber so ist das bei uns. Weiter geht's. Zumindest haben wir keine... Warte, hätten wir jetzt fast... Doch, zumindest haben wir keine Tonprobleme. So, Robin, da musst du noch mal durchstarten. Also, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Warte, lass mich mal hier waren wir. Ja, hier okay. Also, hier haben wir jetzt seit neuestem, beziehungsweise seit dieser Woche, eine eigene Spoon-Range. Mit 4 verschiedenen Modellen, 10 verschiedene Farben. Ganz interessant. Jetzt eigentlich fürs Jubiläum gedacht, wo es dann auch im Jubiläum einen Sonderspoon gibt. Limitierte Auflage, andere Seite knallegrün. Hat vorhin schon gesagt, Fanggarantie. Fanggarantie, genau so war's. Also wer damit nichts fängt, der soll lieber Golf spielen oder so. So war das. Hat er auch gesagt. So war das. Ja, das war so die Forellenecke. Jetzt haben wir... Unser Raubfischbereich, Rapala, super Firma. Wobbler, Wobbler, Wobbler. Wobbler, Wobbler, Wobbler. Gibt es auch seit Jahren. Rapala kennt man alles. Ja. Und natürlich dann hier wieder Spro, Selbstläufer.
da funktioniert eigentlich alles von. Also da ist, gibt's nicht, was nicht funktioniert. Popeye, Gummiköder schlechthin. Wenn's Hände geht, dann ja, da ist das einfach gut. Ist aber so. Nee, das stimmt. Also da ist wirklich viel Herzblut mit drin. Ja, merkt man auch, ne? Ja, ja, bei den Produkten, ob es jetzt die Gummifische ist oder sonstiges. Mal guck mal, wie die strahlen alle hier. Ja, das ist nochmal wegen Blaulichtlampen. Genau so sieht's aus. Nein, die sind von Natur aus. Die sind von Natur aus. Von Natur aus. Machen die von alleine. Die spritzen da das Mittel rein. Das ist da schon hinterlegt. Dann, Atom. Dann geht's. Ja, Sorten gibt's ohne Ende. Da unten waren wir ja auch bei der Grundel. Ja, die Grundel, die läuft gut. Grundel schlecht hinsehen. Hab sogar ich als Friedfischangler mitbekommen, ja, dass die gut also funktioniert. Die funktioniert bei uns am Kanal. Hallo? Am Kanal bestens. Oh, der Postmann. Moin, der Postmann ist auch da. Sehr gut. Oh, sag mal fein, hallo. Der braucht eine Unterschrift. Warte mal kurz. Ja, Postmann, hey, wir filmen weiter. Komm, mach weiter. Kannst du das eine Paket da mitnehmen? Komm, wir machen weiter, Kumpel. Ja. Ich habe doch keine Ahnung von die Gummidinger hier. Egal, rede doch einfach. Die sind bunt. Die Grundel waren wir stehen geblieben in Grundelfarbe, in Leuchtfarbe dunkel. So, lass den mal wieder dran. In Leuchtfarbe hell. So, jetzt den Fachmann wieder. Ja, Fachmann jetzt noch nicht, aber wie gesagt, wir machen natürlich auch viele, viele Veranstaltungen mittlerweile beim Raubfischangeln. Da sind dann auch so gern und gut und gerne mal 60 Teams, also 120 Leute. Auch gute Leute, hatte ich auch schon gesagt, von der YPC zum Beispiel. Der Dirk Ostrowski war dabei. Der kann das auch ganz gut, also hat auch schon viel, ne? Turnier gewonnen. Ja, also wie gesagt, das ist ohne Ende. Also jetzt, ob hier Gunki, haben wir auch eine Riesenauswahl. Da hinten auch noch Sachen hängen, weil ich kriege das an die Regale, die ich hier habe, gar nicht mehr dran. Komische Dinger. So was fängt? Ja, so was fängt. So ein Polder. So ein Barsch in Gold. Also Sorten gibt es ohne Ende. Ja, ich wäre da überfordert. Fox Rage. Völlig. Auch. Völlig super Raubfischmarke. Auch enorme Fanggarantie bei den Gummifischen. Junge. Ja, gibt's ohne Ende. Also, hier hast du die Routen, da, ne? Da gibt genau, die Routen. Die gibt auch nichts, was es nicht gibt, ne? So Mädchen, Gummifische gibt es auch. Ich hab auch irgendwo... Schön mit Glitzer. Ach, klar, ach, das da unten sind ganz pinke. Feen. Ah, das ist aber für einen Schlüpferstürmer. Ja. Mit, guck mal hier. Mit Feenglitzer, guck. Ja. Guck dir da mal. Da hat er Spaß. Ah, oh, das läuft. Ja. Gott sei Dank sind meine Kinder alt genug. Früher musste ich immer Gummifische mitbringen, wenn ich im Angelladen war. Es gibt aber trotzdem noch viele, die mit den Kindern hier hinkommen. Die kriegen dann ein Haribo-Tütchen und dann... Ja, ich musste immer Gummifische kaufen. Ich habe auch den einen oder anderen Gummifisch hier an der Seite liegen, den ich mal so abgeben kann. Also so ist es nicht. Ne? Da sind die Fox Rage Routen. Genau, da haben wir dann auch eine Auswahl, ob Baitcast, Spinnrouten, Dropshot, ohne Ende. Hier können wir auch mal rübergehen. Haben wir dann auch gleich die passenden, Jigköpfe, dann noch ein paar Stahlvorfächer, ja, was man halt so braucht. Alles, Krebse. Man braucht. Krebse gehen natürlich auch gut bei uns an den Kanälen. Das ist Mr. Krabs, genau. Ein richtiger Barschköder, ne? Der ist wirklich super. Den schön über Grund hüpfen lassen. So sieht's aus. Damit habe ich meinen PB gefangen. Der liegt bei 23. Der liegt schon bei 54, mein Freund. Bei 23. 54, ist das nicht das, was du jetzt auch gleich auf der Uhr hast? Ich habe da was im Hinterkopf. Was ich auf der Uhr habe? Oh, weiter geht's. So, da waren wir bei ZEC. Innovative Produkte. Darf natürlich auch nicht fehlen. Also Gummifische, Wobbler haben wir da ohne Ende. Das sind so Plöpper hier. Genau, das sind so Oberflächenköder. Bop, bop, bop. Da ist ein Popper. Mit dem zum Beispiel hier in Grau habe ich jetzt letztens in Affären, also letztes Jahr, im September, waren wir mit dem Bellyboot unterwegs, machen wir jetzt auch mittlerweile öfters. Nee, Barsche. Ey, okay. Das macht Laune, wenn das die dann geil, ne? Auf einmal die geht, ja, geht das Maul hinten auf und dann frumms, weg ist das Ding. Also das macht schon richtig Spaß. Cool. Routen auch wieder von ZEC. Einige am Start. Dann natürlich auch so Kleinteile, ob jetzt Sprengringe, Taschenkappen, Dropshot-Haken. Alles so. Wie war das doch, dieses Fingertape? Ja, was auch wenn du dich mal wieder entfremdet wird. Genau, kannst dich, wenn du schneidest oder sonst was. Aber erklär mal mit dem was du vorhin gesagt hast. Ach so, vorhin, ja, also was wir oft machen, wir haben das halt auch in der Kiepe liegen, wenn wir zum Beispiel einen Gennep angeln und
Du hast halt immer die Problematik, da ist es enorm tief in Genep. Hast du 17 Zähler. Und bevor das Futter dann wirklich unten ankommt, rieselt das ja überall raus. Und da machen wir es oftmals so, dass wir den Korb umwickeln, jetzt speziell Speedkörbe, die haben das Blei ja unten, dass die nicht so viel Futter verlieren. In der Futterspur. Und das ist halt wirklich mal so ein kleiner Tipp am Rande, wofür wir das immer nehmen. Kannst du natürlich cool. Für alles andere nehmen. Ja, interessant, ja, ja. Ja, dann Kaitik funktioniert auch. Und hier geht's ja, einfach weiter mit Raubfisch. Hier muss ich schon an der Heizung hängen, die Lochwand, weil ich keinen Platz mehr habe. So leid es mir tut, aber man sieht es trotzdem. Wie heißt das? Not macht erfinderisch? So sieht's aus. Und das ist bei uns eigentlich immer der Fall. Ne? Ach, die habe ich auch mal gehabt. Von Schmarrn. Technium. Ja, die ist ganz gut. Ja, wirklich. Auch von Sufix, die ja. Schnur. Also Nays, ja, ob jetzt bei den Wobblern oder halt auch bei den Gummifischen. Mit Dustin Schöne haben die da wirklich einen guten Mann an ihrer Seite. Ja, hier ist auch nochmal Raubfisch ohne Ende von Gunki. Viele neue Produkte auch dabei, die wirklich, wirklich gut angenommen werden. Und ja, hier ist, glaube ich, so die letzte Raubfischwand da drüben noch ein bisschen. Was ist die letzte hier? Ja, dann kommen wir zu den vernünftigen Sachen zum Friedfisch. Okay, abgehakt, Raubfisch, weiter jetzt. Weiter geht's. So. Ne? Ja, dann sind wir hier so in Richtung, gehen wir in Richtung hier Friedfisch. Der Wechsel. Hier haben wir so ein paar Spro, sag ich schon. Ey, ich bin jetzt bin ich schon richtig Spro angehaucht. Hat schon Angst vor dir. So muss es sein. Kolbenprodukte. Erklär nochmal, wofür sind die? Genau, das finde ich interessant. Das ist halt, ich sag mal, dass die Maden gut belüftet werden, halt auch von unten. Ist im Sommer interessant, dass vor allem, wenn so extrem heiße Temperaturen sind, ist es ja oft so, dass die wie so eine eigene Matsche produzieren in der Madendose. Das hast du damit dann nicht. Ne? Hast du damit dann nicht, weil die wirklich von unten, von oben belüftet werden. Die kann ich auch so fast in der Sonne stehen lassen, da passiert nichts. Ja, oder die sich ja halt. Voll in die Sonne würde ich die jetzt nicht voll stehen, nicht, aber die krabbeln dann halt unterm Schirm halt. Unterm Schirm. Genau. Ja, ja. Da passiert dann nicht so viel wie halt in so einer Madendose, wo die dann wirklich extrem feucht werden und teils ertrinken. Ja, ja, genau. Ja, so eine kleine Kramecke haben wir auch noch. Ich sag mal. Ein bisschen Rief. Ja, ein bisschen Rief. Ein bisschen Browning. Ein bisschen Browning, ein paar Restprodukte. Ein bisschen Drescher. Bisschen Drescher, ja, das ist jetzt. Hier abgeschoben. Hat da vorne zum Futter nicht mehr gepasst. In der Gammelecke hat der Drescher liegen. Auch nicht nett. Ich hoffe, es guckt keiner von Drescher. Bitte, weiter. Hör auf, der Jochen ruft mich wahrscheinlich an. Ja, sicher. Was hast du da wieder gemacht? Nein, wie gesagt, dann natürlich von Kolmik auch noch ein paar Produkte. Nee. Und hier, Christa wieder. Ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Hier, also, nicht vergessen, wenn der Günther gesagt, dabei ist. Nicht nur, wenn ich nicht. Das Produkt schlechthin mit dem Mikromesh oben drauf. Ey, Würmer rein, da passt genau ein Kilo rein. Und ab und zu mal eine Scheibe Tomate drauf. Ja. Dann leben die wirklich, wirklich lange. Auch das Ding hier, das ist natürlich auch Bombenteil. Ja. Gehört in jede Kiste rein. Ja, wie gesagt, Setzkescher ist natürlich ein bisschen weniger geworden. Ist ja hier bei uns in der Region verboten. Natürlich zum Wettkampfangeln in Holland. Ja. Noch viel genutzt. Ja. Und dann hier oben. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Lass mich mal eben. Ah, guck mal, ihr habt da die Tische. Auch von Matrix die Tische. Auch top. Fox. Das ist so ein bisschen Karpfen. Bisschen von allem so. Ne? Bisschen Karpfen, ja. Ich sag mal so, ganz spezialisiert auf Karpfen haben wir uns nicht. Aber so ein bisschen. Kommt der Nagel mal? Aber das hier oben steht immer mal. Ja, ab und zu kommt schon jemand. Ja, das ist halt von Zamataro die Alupower in D25 oder halt neuerdings auch in D36. Wo ist da der Unterschied? Warum? Weswegen? Also das ist, wie gesagt, der Trend ging ja sowieso in Richtung D36. Stabil sind beide. Okay. Also ich sag mal, die sieht nicht aus. Ich habe die D25 auch schon, weil wir die individuell zusammenbauen. Heißt, wenn du eine alte Matrix-Kiste hast, können wir dir gerne deinen Sitz da drauf packen und befestigen. Das ist kein Thema. Hm. Und ich habe, ich weiß nicht, ohne zu lügen, ich glaube, der hat 170 Kilo gehabt. Und das ist jetzt auch schon 6-7 Jahre her und bis jetzt hält das alles bombenfest. Und das D25. Also D36, da kannst du wahrscheinlich mit 2 drauf touren. Und die ist noch stabiler. Die ist noch stabiler, also wirklich. Die ist von der Machart ist natürlich ein bisschen schwerer, aber du hast was Vernünftiges. Aber am Ende ein Thron für immer. Ja, Thron für immer. Also wenn du dir die einmal kaust.
Also wenn da ein Kettler mehr sitzt zwischen den dicken Steinen, dann ist das genau das richtig. Das ist genau das Richtige. Natürlich kannst du da auch von Matrix, gibt es ja mittlerweile diese Plattform, die du da extra aufbauen kannst. Auch top, ja, klar. Auch super, ja. Ne? Also macht mittlerweile keiner mehr. Guck mal da. Ach, guck mal hier. Sachen. Er hat sie noch. Ja. Er hat sie noch. Hier könnt ihr sie noch bestellen. Er hat vor allen Dingen einen Shop. Ne? So sieht's aus. Also noch haben wir ein paar. Noch haben wir. So, wie es nach der Ausstrahlung aussieht, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Wofür sind die gut? Komm, erklär mal. Also zum Beispiel, ich benutze die Bälle jetzt nicht. Die nehmen aber viele Forellenangler, muss ich sagen. Wir nehmen die, wie gesagt, diese kleineren Dinger oder größeren. Und ich mache das grundsätzlich so, wenn ich meinen Haken habe, ziehe ich die über den Haken auf die Schnur. Da endlich mal einer, der mich versteht. Dann beköder ich meinen Haken. Und ziehst dann wieder runter. Ja, aber nur wirklich bis an den Haken. Endlich mal. Der kann ruhig auf der Schnur sein. Du kriegst keine Fehlbisse. Also das ist, wie gesagt, fast unmöglich. Ich mach den auch wirklich an eine Schnur und zieh den nachher runter. Genau. Und dadurch schwebt er viel besser. Das ist es ja. Und du hast keine Fehlbisse. Du hast ja in dieser Sinne ist das halt so, dass er halt floating ist. Genau. Und der neutralisiert so etwas deinen Haken. Wie ein Wafter. Genau. Ja. Dass du dann halt den Köder, den natürlichen Köder, ob jetzt Made oder Caster oder Wurm präsentierst, viel natürlicher wirkt für den Fisch. Ja, klar. Ist halt wirklich eine Bombenidee. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich die drauf habe, fange ich keine Grundel. Ich wollte gerade sagen, damit kannst du die Grundel selektieren. So. Oh, ehrlich? Also die haben da zum Beispiel in Affären an der Maas, die haben da keine Scheu, das ist denen egal. Also bei mir in der Ecke gar nicht. Ja. Warum auch immer. Selbst in Duisburg, wo ich da war und ich habe die drauf gehabt, nicht eine Grundel. Aber ja, das ist auch mein Kopf. Vielleicht von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich. Ja. Wie gesagt, das ist aber Grundeln leider, die nerven uns schon einigermaßen. Futterkörbe. Ja, Futterkörbe satt. Mit Kralle, ohne Kralle. Mit Kralle. Lackiert, unlackiert. Vom Zavataro natürlich. Ob jetzt hier auch D-Variante, Presten alles dabei. Gibt es natürlich jetzt auch hier als Plastik-Variante. Warum nehme ich die Plastik? Kommt ein bisschen schneller hoch. Genau. Ne? Ja. Wenn ich hinter eine Krautkante angel und dann genau, das ist halt, gibt es natürlich auch noch hier mit von Matrix mit den Flügeln. Die Flügel, die gehen sofort nach oben. Wenn das hochgedrückt wird, kommen die extrem schnell hoch. Okay. Ja, da gibt es halt natürlich ohne Ende. Schön. Auch hier diese Windokörbe, die sind jetzt mit Maschen, aber auch die super zu befüllen. Fliegen wie Hulle. Also da kannst du enorm genau mitschmeißen. Das ist wirklich bombastisch. Madenkorb, ja, gibt es auch noch. Karpfenangler, Commercial, immer in eine Tasche. Und halt bei uns hier am Kanal auf Aal. Ah. Ja, die machen dann gerne ein paar Maden mit rein. Ich fange auch Tatsache am Kanal auf 3 Maden öfters Aale als auf Wurm. Ja. Keine Ahnung, warum das ist. Oder auf ein Stückchen, genauso. Stückchen Grundel geht auch noch. Ja. Ne? Deswegen. Und natürlich auch von Cresta. Futterkörbchen. Dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auch klasse, ne? Wie gesagt, kann man super füllen. Die kann man halt super füllen. Das ist echt tippitoppi. Ja, Futterkörbe haben wir genug. Ja. Also da können wir noch ein bisschen Futter mit rausbringen. Ja, Mivadi haben wir auch noch am Start. Karpfenbereich. Genau, Karpfenbereich. Ist eine tschechische Firma. Die haben wirklich super Produkte. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach top. Ne, ob so, jetzt ne? Pellets für 3,99, Boilies 6,99 und halt auch so das Zubehör an sich ist super abgestimmt auf die ganze Sache. Ne? Ja, haben natürlich auch so ein bisschen Fiederbereich. Haben die auch Raubfischbereich? Raubfischbereich haben die auch so klein, ich sag mal so ein paar Haken. Gummifische jetzt glaube ich gar nicht. Ich habe gedacht, die hätten nur Karpfenbereich. Ne, die haben auch so ein bisschen Raubfisch, bisschen von allem. Mhm. Ne? Du musst ja heutzutage musst du halt alle bedienen können. Abdecken. Ja. Fiederbereich haben die natürlich auch. Das ist aber dann schon Method mehr so auf die großen Karpfen. Ja, das ist 60 Gramm. Wie gesagt, das ist schon dann eher für. Geht schon ein bisschen mehr durch. Das ist auch so ein Set mit 50, 60 Gramm. Nee, das stimmt. Futterkörbe haben die auch noch. Also wie gesagt, da hast du Auswahl ohne Ende. Alles da. Und ja, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Abstecher, weil hier hing vorher Fox Carp. Walla. Genau, Walla. Wollen wir uns jetzt auch dieses Jahr ein bisschen mehr beschaffen, mein Bruder beschäftigen. Mein Bruder und ich. Wir auch nicht, wir haben immer nur als Beifang in Holland. Also wenn du dann Würmer schickst,
Am Rhein. Hast du drei, viermal so ein Funktionieren auch am Rhein schon super. Ja. Das ist irre, was da gefangen wird mittlerweile. Haben wir jetzt erst neu aufgebaut. Das hängt auch seit... Boah, schau mal vor, du fängst da so ein 2-Meter-Biest, ey. Ja, aber hätte ich schon mal Bock drauf. Schon mal vor, bist alleine. Vor. Ja, das, ja, Bock hätte ich da schon mal drauf. Ja. Also Genep war auch bei irgendeinem Angeln, da hat der... Mit dem Kajak, 2,15 Meter hat er da rausgekurbelt. Gibt's, glaub ich, ein Video hab ich auch gesehen. Ein Video von. Ey, das war Halleluja. Ja, ja. Also das ist natürlich dann auch nicht schlecht, ne? Da war doch der Sattler, glaube ich, dabei. Der hat das gefilmt. Der war auch bei dem riesigen Hecht dabei. Ja, der hat das auch gefilmt. Ja. Wie gesagt, und jetzt sind wir auch schon in der Rutenabteilung. Oh, schön. Also in der anderen, vorne waren ja die Spoon-Ruten. Hier haben wir dann, ich sag mal, so ein bisschen aufgeteilt. Kannst du natürlich auch nicht ganz so halten. Was sind das denn für Ruten? Das sind Spinnruten. Ach, von mir war die von auch. Von mir war die ganz leichte. Ach, guck mal. Sind auch preisgünstig. Wie gesagt, hast natürlich auch Gunki hier. Ja, muss ja nicht immer teuer sein. Nein, nee, auch jetzt hier zehn Karpfenruten. Karpfenruten, sag ich, Wallerruten. Waller. Ne, dann gibt es natürlich Balzer. Auf der anderen Seite Spro. Ist vielleicht auch interessant. Ah, ja, definitiv. Ne? Okay. Also wie gesagt, Ruten haben wir auch einiges da. Ich habe natürlich auch noch einen ganzen Keller voll. Oh, ja, ein paar Fiederruten hier von Matrix, die Ethos. Ganz Feines. Ja, da gehen wir gleich. Hier haben wir natürlich auch was ganz Feines. Wir lassen den bei Sensas in Frankreich unser eigenes Futtermix fertigen. Mhm. Mehrere Tonnen im Jahr nehmen wir da ab. Okay. Der ist auch wirklich gut, den kannst du gut mit Black Sultan fischen, ob an der Mars. Okay. Das funktioniert ganz gut, das sind Schokoaroma. Ja, Ruten. Roten. Wie gesagt, Polo-Ruten haben wir da auch noch ein paar kurze Stippen, so bis 8 Meter, 9 Meter, weil das reicht hier bei uns an den Kanälen. Ja, weil hier wird halt auch viel dieses Long geangelt, 6 Meter Schnur oder 7 Meter Schnur. Ja, das weiß ich noch. Als ne, ja, so haben Hüfte. Wir. So haben wir alle angefangen. Also ich zum Beispiel. Ja, auch. In die Hüfte rein. Ja. Genau. Ja, ohne Ende. Raubfischruten noch. Da haben wir noch ein paar Futterale. Da ist dann halt, wenn jemand ein Futteral braucht, wird man eins finden. Ja, wird man eins finden, muss man halt erstmal nur suchen. Aber das, wie gesagt, hast du ein bisschen Abenteuer. Ja. Ne? So muss das ja auch sein. Der sucht, der findet. Ja, so sieht es aus. Der sucht, der findet. Ja, hier ist dann eher was für euch, wo? Ja. Mit Sono-Baits. Verschiedene. Habe ich früher auch gern gefischt. Zami-Pellets da unten. Genau, Zami-Pellets haben wir natürlich auch. Der hat auch ganz neue, die haben wir da hinten liegen. Die sind auch recht interessant in 1,7, glaube ich. Und das war mal ein sehr gern genommenes von mir, F1 Green. F1 Green. Oder was hier in der Region war, Cheesy Garlic. Okay. Auf Barbe. Cheesy Garlic, das war eine Bank hier bei uns. Mitgefischt. Aber das gibt es ja aktuell noch nicht. Pellets zwar schon, aber... weil sich da die Richtlinien für Europa geändert haben, aber die arbeiten dran, dass die das wieder hinkriegen. So sieht's aus. Ne? Deswegen. Also da haben wir auch mal schon hier, Günther. Da sind sie wieder. Guck mal. Wunderbar. Chris, da. So, hier waren nochmal dem Günther seine Dosen. Ja, die sind auch super. Ne, der Deckel. Mit dem Fluchtschutz da drauf. Dass die Maden, wenn die feucht werden, nicht mehr abhauen können. Das ist echt bombastisch. Ja, ein paar Siebe haben wir natürlich auch. Und Eimer darf ja auch nicht fehlen. Braucht man immer, definitiv. Ja, und dann geht es halt weiter mit dem Futter. Da haben wir jetzt auch eine Palette bekommen. Beziehungsweise zwei sogar, die haben wir jetzt aber noch nicht eingeräumt, da hatten wir keine Zeit für. Sonst hätte ich das Regal auch noch voll gemacht. Aber das kommt noch, ja, Sensas wird halt viel genommen bei uns hier in der Gegend. Marcel van der Eine, auch ein super Futter. Ja, und dann kommen halt Jochen. Genau, vom Jochen und vom Zami. Ja, Zami ist halt... schon am meisten so, ne? Ja, Zami ist halt wirklich Selbstläufer, aber auch vom Jochen. Ja, ja. Sag mal... Das ist ja auch alles Topfutter so. Das ist es. Ja, macht ja keiner heutzutage mehr Scheiße. Das ist einfach so. Und fangen tust du damit und dann, das was willst du mehr? Ne? Also wie gesagt. Wie wir immer so sagen, du musst zu deinem Futter auch Vertrauen haben. Ja, genau so sieht's aus. Das ist einfach so. Weil manche, ich kenne auch viele, die holen sich dann die eine Futtersorte, dann fangen die zweimal gut und beim dritten Mal fangen die dann nichts. Dann wird das alles über den Haufen. Das ist Scheiße. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, ja. Weil du kannst doch mal einen schlechten Tag haben. Ist ja nicht jeder Tag gleich. Das ist es ja, ne? Aber wie gesagt, ist halt so. Ich fische am Rhein, Sammy. Am Rhein, ja, ganz klar. Das funktioniert auch. Funktioniert auch richtig gut. Ja, das ist wirklich davon. Ja, da war immer Barbe mit Rhein gemischt. Genau, das kannst du richtig gut nehmen. Ja, dann Red Nectar mit rein und noch was. Ja, das war, also Red Nectar ist kleine Tüte da. Ich nehme von Boy Scout die Käsemischung. Auch nicht. Kennst du die?
Habe ich schon mal gehört, aber genommen. Da riecht wie Tacos. Das ist richtig krass. Okay. Da richtig dicke Barben. Ich schon wieder Hunger. Ja, genau. Ah, hier, diese hier ist der Barbenmix. Genau, Barbenmix. Haben wir auch da. Was auch interessant ist, sind diese Partikel. Sofort sinkenden Partikel, die sind enorm groß. Wie ist das da mit Grundeln, wenn du die reinpackst? Ich habe immer das Gefühl, dass also, du dann mehr Grundeln. Wir machen das ja grundsätzlich so. Ich nehme immer einen gelben, roten und einen orangenen Beutel. Dann mischen wir das alles zusammen und dann packen wir uns das ab in kleine Dosen. Mhm. Und je nachdem, wie der Fischbestand ist, wenn ich merke, der kommt wirklich Brassen auf dem Futterplatz, kippe ich das mit in das. Dann packst du halt erst rein. Genau. Okay. Weil das ist ja auch bei Gewürzen so. Oder bei Aromen. Damit wenn du das, die Läger bindest am Futterplatz. Das und wenn du das reinmachst, also von Anfang an, dann musst du halt entweder rausziehen, vor allem Aromen, die kriegst du ja nie wieder raus. Ja, genau. Deswegen genau. Mache ich das immer, meistens so eine kleine Futterschale, wo ich dann irgendwas teste, ob jetzt Leber oder weiß ich, Knoblauch, dass okay. Man erstmal guckt, ob wie der also Fisch darauf reagiert. Du fängst mit der Grundbasis an? Genau. Da und dann baust du dir. Und dann baue ich das immer auf. Die Grundbasis steht immer und dann gucke ich, weil manchmal an wirklich heißen Tagen, Red Nectar, eine Bank. Dann packe ich Red Nectar mit rein, rühre das um und dann fängst du, dann sind die Fische da, die sind aktiv, die wollen das haben. Und so mache ich das halt auch mit diesen Futterpartikeln. Okay. Da gibt es natürlich auch vom Zami diese Multicolor-Partikel. Die sind die hier. Genau, die das ist so eine bunte gemacht. Mischung. Die sind ein bisschen kleiner, kannst du auch am Kanal nehmen. Das sieht aus, wie das, was man auf dem Kuchen streut. Ja, so für ungefähr. Vielleicht ist das dafür. Vergiss es, das hat nur klein gemacht. Ja, so sieht's aus. Also kann alles sein, ja. Einzelmehle gibt es unten in der T3 Bird Food. In Einzelfarben. Genau, Gelb, Grün, HWP gibt es natürlich auch sofort sinkend, HWP Z40. Also da gibt es diverse Mehle. Ja, weil viele sind halt noch hier in der Region so ein bisschen oldschool. Die wollen ihr Futter selber machen, genau. Aber ist ja nicht schlimm. Nein, find ich auch schön. Finde ich auch vollkommen korrekt. Wenn die sich damit beschäftigen und so, auch ist, viele hat Leute, ja auch was. Du kannst ja, ich sag mal, wenn du alleine gehst, kannst du natürlich, nimmst deine Futtermischung, dann machst du halt noch ein bisschen Brötchenmehl dazu, um das Ganze zu strecken. Das Aroma ist natürlich dann vielleicht ein bisschen, also nicht mehr so intensiv, aber du hast trotzdem deinen Erfolg. Wollte ich sagen, ja. Also ja. Das ist, wie gesagt, das spricht Wettkampf für sich. Und so, das ist alles was ganz anderes. Ja, da macht man sich auch viel mehr Gedanken. Da brauchst du auch nicht mit Paniermehl ankommen. Nee, das würde ich jetzt so. Nicht so machen, aber wie gesagt, jeder wie er möchte. Das sind auch jetzt die neuen Pellets von Zami, diese Purple Pro in 1,7 und 3 mm. Okay. Hat er jetzt seit diesem Jahr, haben wir, glaube ich, in Unna das erste Mal auf der Messe vorgestellt. Mhm. Aber die sind schon. Die sind wirklich. Gibt mittlerweile sogar 1 mm Pellets. 1 mm. Ohne Brille finde ich die kaum. Ja, das ist. Ne. Dann Aromen ohne Ende. Ob jetzt in flüssiger Form oder als Pulver. Pulver. Ja. Mückentrenner, braun. Ja, Mückentrenner kannst du halt auch als Wolke nehmen. Genau. Da machen ja viele immer ein Geheimnis raus, aber wie gesagt. Siehst beim Einwerfen eigentlich schon, wie viel Mückentrenner drin ist. Weil die Wolke ist sofort da. Das stimmt. Die wartet nicht bis unten. Nee, leider nicht. Außer du musst das so in dem Futterkorb platzieren, dass das nicht passiert. Ja, da gibt es auch. Jeder hat seine Sorte schlechthin. Also was immer geht, Masse von einer Karamell geht immer. Red Nectar. Das kennt auch jeder irgendwie, ne? Ja, das Karamell von da. Das. Ne? Jetzt hat das auch wieder die Farbe. Vorher war das so ein bisschen hell. Mhm. Und jetzt hat das wieder diese orangenen Ton. Da haben wir so eine kleine Bekleidungsecke. Ne? Wo dann der eine oder andere, weil wir haben halt viele Matrix-Angler hier in der Gegend, die dann auch gerne mal was anprobieren wollen. Haben wir natürlich hier. Wir haben unten auch Fangsel-Klamotten. Wir haben wie bei Mervis. Ja, ehrlich? Ja, gibt's die schon? Ja. Ja, sicher. Siehst du doch. Ah, ich dachte, das habt ihr nur exklusiv. Nee, die ersten sind schon in der Mache. Da können wir ja nochmal drüber sprechen. Ja, hier Futterkörbe haben wir auch nochmal von Matrix. Ja. Hier sind die mit den Flügeln, die wir gerade angesprochen haben. Genau. Die kommen da dann wirklich genau richtig, schnell hoch, weil das Wasser enorm dagegen drückt und so dieser Widerstand zum Hochkommen animiert, sag ich mal. Ja, Routen. Diese Ethos-Serie läuft wirklich ganz gut. Wird auch super angenommen. Von Crest haben wir da auch noch zwei. Mein Gott, ist auch schön leicht, ne? Ja, super leicht. Das ist ja top-Routen. Wir haben auch seit. Guck mal hier, solid. Medium genau, heavy. Die haben wir auch noch da. Heavy. Aber richtig heavy ist 250 Gramm. Ja, die ist, glaube ich, nicht mehr da. Die habe ich verkauft.
Da liegt jetzt unsere. Wir haben jetzt auch eine machen lassen. Aha. Welche, die hier? Ja, genau, an, ich sag mal so ein bisschen an, weil Papa wollte das immer haben. Und, 85 Gramm, 3,55 Meter. Genau, da haben wir uns so ein paar Gedanken gemacht. Okay. Fida 85, die heißt dann Daro für Dagi und Robert. Aha. Und halt als Artikelnummer haben wir dann halt auch Papas Geburtsdatum. Okay, ja, ist doch schön. Integriert, dass das so ein bisschen Wiedererkennungswert hat, das Ganze. Weil der wollte immer mal eine eigene Route produzieren und wir haben das jetzt gemacht. Cool. Ich sag mal, auf so einer Basis, auf so einem alten Blank, den Papa auch gerne geangelt hat. Haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und das dann, ich sag mal, Ende letzten Jahres, ich sag mal, rausgebracht. Das ist auch eine schöne Geschichte da. Ja, wie gesagt. Definitiv. Ja, finde ich gut. Weil ja. Papa ist leider vor gut 5 Jahren verstorben. Okay. Und ja, hängen halt alle noch an ihm. Das ist ja klar. Ist doch schön. Ne? Deswegen. Aber das war nach dem Tode. Ja, das war nach dem Tode. Okay. Also, das, wie gesagt, das war Ende letztes Jahres hatten wir die Idee dann, beziehungsweise Mitte des Jahres. Mhm. Brauchst ja auch ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, ja, ja. Mhm. Und, aber schöne Sache. Wie gesagt. Wirklich. Deswegen. Ja, hier geht es natürlich dann weiter, so bei uns in dem Bereich Matrix. Anbauteile Friedrich Angerer. Ja, Matrix ohne Ende. Da kann man ein bisschen was mitnehmen. Ja. Ne? So, dann fangen wir nochmal an bei Matrix. Sind wir bei Matrix? Ja, das ist dann eher unser Gebiet. Wie gesagt, Anbauteile haben wir da. Nochmal Körbe. Körbe, Plastikkörbe natürlich. Die werden momentan wirklich viel gefischt und viel genommen. Fliegen super. Ja, auch Method. Method auch. Das ist natürlich bei uns jetzt so hier nicht so das Steppenpferd, aber wird halt auch genommen, definitiv. Sollte im Kanal auf Brassenau gut funktionieren. Ja, warum auch nicht? Du hast ja auch viele, ich sag mal, alte Häfen hier in der Gegend. Wo du das gut und gerne nehmen kannst, wo halt nicht so viel Strömung ist. Ja. Da läuft das auf jeden Fall. Ja, ein paar Schnüre. Haben wir auch noch ohne Ende. Gummis, Presten. Genau, Presten, so ein paar Taschen hier auf der Seite. Was man alle so braucht, ne? Ja, in der heutigen Zeit. Wie gesagt, dann Anbauteile. Ja, ich sag mal, das Gleiche im Blau wie bei Matrix. Ne? Also die Anbauteile sind schon gut. Ne? Die sind wirklich tutti. Das passt. Ne? Da machen die Leute sich, die dahinter stecken und auch die Teamangler wirklich Gedanken, dass das halt alles Hand und Fuß und Sinn macht. Ja, kleines Programm hier, Quorum, weil das bei uns auch hier an der Ruhr in Langenstedt-Frönnenberg viel angenommen wird von den Anglern. Okay. Ne? Da, wie gesagt, sind so ein paar Sachen, auch ein paar Taschen. Bisschen Drennen. Bisschen Drennen haben wir auch noch, klar. Ist auch noch am Start. Darf nicht fehlen. Kann ich die Kopfrutengummis empfehlen? Kopfrutengummis haben wir jetzt nur noch die Größe. Ich muss sowieso bei Drennen jetzt wieder bestellen. Und da sind einige Produkte, auch taschenmäßig, die mir fehlen. Die muss ich jetzt mal wieder nachordern. Auch gutes Zeug. Was die Aber ist jetzt auch nicht mehr so ganz einfach geworden, jetzt wo alles durch die Zoll-Geschichten. Genau. Ja. Auch so eine ich habe früher auch gerne immer mal in England was bestellt. Ja. Da lasse ich auch die Finger von jetzt. Was der Zoll da drauf kloppt. Das und ist mittlerweile... Die Post kommt nochmal mit 6 Euro Gebühr, nur damit die das von da nach da leiten. Also das ist irre, ist das. Ist leider so der Fall. Schade drum. Nee, das stimmt. Ja, hier haben wir dann noch ein paar Matrix-Taschen. Also ne, das Neuere alles, ne? Ja, das ist, wie gesagt, das sind auch diese Mikromesh-Deckel. Also, das haben sie ja alle jetzt. So in ja, der das ist... Bleibt ne, ja nicht irgendjemand, aus, ne? Irgendjemand fängt an und dann... Ja, dann gehen alle hinterher. Ja. Dann gehen alle hinterher. Ja. Ist halt in verschiedenen Größen rund. Es bleibt ja nicht aus. Kescher? Kescherköpfe. Jawohl. Eine kleine Auswahl an Kescherköpfen. Braucht man immer. Braucht man immer, wie gesagt. Große, kleine. Große, kleine. Wird viel am Kanal genommen hier. Reicht dafür die Angelei. Da bleibt der Brassenschleim nicht da drin klemmen. Ja, das ist halt auch. Ja, viele wollen halt mittlerweile gummiert haben, weil die das dann schön auswaschen können. Ist halt, wie gesagt, jeder so wie er möchte. Deswegen gibt es so viele. Kescherstäbe haben wir auch eine Auswahl da. Von Matrix oder Browning habe ich auch noch da. Preston. Seedrom. Ja. Guter Stock. Das stimmt. Da hast du auch vorne noch dieses kleine Stückchen. Ja. Was du abnehmen kannst. Funktioniert gut unterm Schirm. Schnur haben wir auch so ein paar Zielfischschnüre. Natürlich bespulen wir auch selber. Boah, Meter Schnur. Das ist halt auch immer
für die Leute interessant, wenn die dann hier hinkommen, weil viele können halt nicht so abschätzen, wie viel auf so einen Spurenkopf draufkommt. Mhm. Mittlerweile, wenn ich weiß, wie viel... Ist auch manchmal schwierig, ne? Wenn du nicht gewohnt bist. Das ist es. Und wenn du dann, ich zum Beispiel tausende von Spulen bespult hast, hast du irgendwann so ein Gefühl dafür. Ja, das ist dann halt auch... Und wir haben öfters mal Leute, da bin ich auch dankbar für, die dann irgendwelche Restbestände mitbringen, die du als Füllschnur benutzen kannst. Ja. Natürlich bei Geflochtener gucke ich immer grundsätzlich darauf, dass sie sehr dünn ist, weil wenn du so dicke Füllschnur drunter machst, kann es passieren, dass sie sich halt dazwischen dreht. Ne? Und das ist halt nicht so angebracht. Das ist schon wieder ein paar Meter Verlust. Genau, deswegen, wie gesagt, das soll ja auch alles bezahlbar sein. Das ist, ich stehe sowohl hinter der Theke als auch vor der Theke und da sage ich auch immer, ich verkaufe gerne, aber wenn es nicht sein muss, bringt die Sachen vorbei, ich gucke mir das Zeug an, wenn das noch alles gut ist. Und genau deswegen kommt der ein oder andere Kunde gerne wieder. Deswegen, wir sind ein bisschen abgelegen, muss ich zugeben. Aber dann in Sachen Service und so weiter, Beratung, geben wir uns natürlich Mühe schlechthin. Da hört man auch überall. Deswegen, wie gesagt. Ich glaube, der Trend geht auch dazu, dass die Leute auf den Service wieder mehr Wert legen. Das ist auch gut, weil ich sag mal, wir sind jetzt in dem Sinne ein kleiner Angelladen. Wir sind natürlich auf die Leute angewiesen. Ja, klar. Deswegen, und wer einmal hier hinkommt, da geben wir uns halt auch so viel Mühe, dass er wiederkommt. Das ist halt so. Ne? Ja, dann haben wir natürlich auch noch Kescherköpf. Das ist jetzt mehr so die Raubfisch-Kescher-Ecke. Genau. Mhm. Dann natürlich auch noch hier so die handelsüblichen Klappkescher für Forellenhof, sonstiges. Kannst du für alles nehmen. Ne, das ist, wie gesagt, Größen, Form. Alles, was das Herz begehrt. Genau, jeder, der es möchte. Ja, dann haben wir noch hier so ein paar Stühlchen stehen. Guck mal hier. Ne? Genau, das ist auch sehr das gerne Wabendreibein gesehen. Das Rhein. Den habe ich auch. Finde ich super. Für am Rhein ist der wirklich top. Den also da kann man wirklich nichts anderes sagen. Ja. Und vor allen Dingen leicht. Der ja, das ist es. Wenn du wirklich da weit rennen musst und so, ist das wirklich top. Ja, klappst du ein, genau. So Mangelware in meinem Keller noch. Ja. Oder Garage. Das Ding ist aber das ändert gut. sich. Ne? Ja, wie gesagt, ich kann natürlich nicht alles präsentieren. Nein. Mir der Platz ein bisschen fehlt. Hier haben wir noch so ein paar Rottpots. Klein und große. Ja. Ne? Oh, guck Tripods. Mal, Bellyboot. Bellyboot habe ich auch. Ja, aber wie gesagt, wir haben das ja seit Ende letzten Jahr irgendwie so ein bisschen für uns entdeckt. Okay. Noch ohne Echolot, aber hat trotzdem den einen oder anderen Erfolg gebracht. Christa ist da auch noch. Da habe ich noch ein Täschchen. Hat er noch. Da habe ich extra überall zwischen den Regale ein bisschen versteckt. Der Güni-Konne. Nee, so ist das. Ganze Nasenbohrer, ja. Ja. Alles abgesprochen. Hier hast du auch noch so. Das ist eine geile Matte. Das ist eine geile Matte, ja. Ne? Geile Fußball. Da darf aber keiner drauf treten. Ja, das ist ja ein bisschen schlecht. Besser. Wandteppich. Besser als Wandteppich. Ne, das ist, wie gesagt, so eine Auswahl. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Ja, Stühlchen hier. Hast du noch so ist das bei dem Fall jetzt damit so bei dem Stuhl? Oder also in der Regel nicht. Wir haben das aber öfters mal schon so gemacht, dass wir das als Set verkauft haben. Deswegen haben wir das so stehen. Weil der Stuhl an sich liegt so bei knapp über 100 Euro. Mit den Anbauteilen bist du dann irgendwo so bei 150 Euro. Der Stuhl kostet ungefähr 100 Euro? Ja, der ist, glaube ich, 110, 140 Euro. Weil der hat verstellbare vier Verstellbare. Nee, zwei. Ah, nur vorne die, hinten nur nicht. Vorne die. Das ist halt, in der Schräge ist das ein bisschen problematisch. Das gebe ich zu, ich habe den selber. Aber sonst, wenn du wirklich am Kanal angelst oder an einem, ich sag mal, glatten gerade ist. Untergrund, dann ist der wirklich bombastisch. Ne? Ja. Kannst du auch halt nach hinten klappen, geht natürlich nicht, weil da ein paar Sachen stehen, aber Nickerchen machen, wenn es mal nicht so läuft. Ja. Oder du noch was im Tee hast vom Vorabend. dann ist soll das, vorkommen das bei manchen. Ja, manchmal passiert das schon, ne? Wie gesagt, das ist bleibt ja nicht aus. Hier noch so ein paar Taschen, genau, vom Balzer habe ich noch so ein paar Täschchen. Fox Rage, da sind wir ein bisschen wieder im Raubfischbereich mit den Rucksäcken und Taschen. Ja, ist ja alles hier. Schuhe ist auch noch ein bisschen hier auf der Seite. Climax habe ich als Karpfenangler ganz gut in Erinnerung. Ja, ist auch super Schuhe, muss ich sagen. Die damals, die lila, ne? Ja, hier haben wir auch noch so ein paar alles Reste. Ja, und hier sind wir dann so Richtung, achso, Fiederspitzen darf natürlich auch nicht fehlen. Darf nicht fehlen. Oh Gott. Gib ein paar. Ja, ich habe da hinten noch welche liegen. Ich glaube, da unten drunter sind auch noch welche. Da hinten habe ich die Problematik, jede Firma hat selbst in den einzelnen Modellen
2,2, 2,4, 2,8, 3,4. 3,6. Ja, der blickst ja hinterher nicht mehr durch. Und ja. Wir haben uns natürlich so auf so ein paar gängige Größen, so 3,6, 2,2, 2,4, 2,8, ich sag mal, eingeschossen. Rest bestelle ich dann gerne. Oder halt was auch der eine oder andere, wenn der mal mit so einer älteren Route reinkommt, guck immer mal, das Teil mitbringen, dann gucke ich, weil ich habe da drunter, habe ich dann neben mir mal Fünfer, das sind so Restbestände von früher oder ist mal übergeblieben von der Route, gebe ich dann gerne auch ab, wie gesagt. Das ist immer gut zu wissen. Ne? Gerade Spitzen. Ja, das ist halt immer so ein Thema. Die ja, gehen immer dann kaputt, wenn man nicht braucht. Genau, hier haben wir noch so eine kleine Kramecke, was so ab und zu mal dann rausfliegt, wenn es halt nicht mehr so passt oder halt mal was Neues kommt. Und Rollen natürlich. Und Rollen, ja, ein paar Rollen haben wir da. Ob jetzt zum Fiedern oder Raubfischangeln. Was wolltest du sehen? Du wolltest Diver-Rollen sehen. Würde ich mir mal angucken wollen später. Ach, später, okay. Ja, nicht jetzt. Dann ist gut. So. Cresta-Rollen sehe ich. So, meine Lieben. Den Laden haben wir jetzt eigentlich, wir haben durch, oder? Ja, wir sind durch. Den Laden haben wir jetzt Eine Sache haben wir noch. Den nehmen wir nachher mit, in der Mittagspause. Okay, ja. Nehmen wir in der Mittagspause mit. So, machen wir gleich wir noch. Wir sind schön durch und jetzt geht es nachher in der Mittagspause rein. Das kommt Mittwoch, der kommt vielleicht Freitag, Samstag, keine Ahnung. Dienstag. Ja, das ist kurz hintereinander. Wir gucken mal. Dann wisst ihr Bescheid. Pass auf, geht los jetzt. Wir müssen noch ein Gewinnspiel rausleiern. Das machen wir in der Mittagspause. Ja. In der Mittagspause, alles klar. Wir sehen uns. Bis Mittwoch in der Mittagspause. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.